Der Hellre Dome zu Arnhem war der Austragungsort für das vorletzte Testspiel der Mannschaft von Sami Hyypiä, ein viel gefragter Gesprächspartner. Schon vor dem Spiel Bayern 04 natürlich mit einer richtig guten Nachricht. Stefan Kießling verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2017 und vor rund 6000 Fans in Arnhem ging Bayern 04 guten Mutes in die Partie. Nach dem 1:2 gegen Eupen war vielleicht auch ein kleines Stück Wiedergutmachung angesagt für das Team von Sami Hyypiä. Und es ging bestens los. Nach 8 Minuten schon die Führung für das Team von Sami Hyypiä. Stefan Reinhardt traf nach Ecke von Sydney Sam. Die Holländer sehr gemächlich in der Anfangsphase. Theo Jansen nach einer Viertelstunde. Dann wieder eine Ecke und wieder ein Tor. 0:2 nach 18 Minuten. Stefan Kießling, das nennt man Effizienz pur bei Bayern 04. Die Gastgeber nur einmal richtig gefährlich in der ersten Halbzeit mit diesem Lattenfreistoß. Bayern 04 dagegen spielte wie aus einem Guss, ließ den Ball gut laufen und dominierte die Partie. Sydney Sam 9 Minuten vor der Pause mit dieser Aktion. 3 Minuten vor dem Wechsel ein wunderbares Zuspiel von Heung-Min Son auf Lars Bender. 3:0 für die Werkself. Das lief wie geschnitten Brot in dieser Halbzeit. Und wie toll dieses Zuspiel von Son war, sieht man in der Wiederholung. Bender macht dann beim Abschluss alles richtig. 3:0 für die Werkself im Hellre Dome zu Arnhem. Da hatte Bernd Leno nur wenig zu tun im ersten Durchgang. Das sollte sich dann aber ändern. Kurz nach Wiederbeginn Kopfball und Giulio Donati klärt zunächst vor der Linie. Dann wurde es ein wenig nickelig rund um Emir Spahic. Da hatte der Bosnier schon gelb gesehen und sich ein Foul geleistet. Er blieb aber auf dem Platz. Der Freistoß wurde von Bernd Leno ebenso klasse pariert wie die darauffolgende Szene. Der beste Mann bei den Niederländern heißt Ibarra, Rechtsverteidiger. Und der ließ Mitte der zweiten Halbzeit einen Kracher los. Bernd Leno wäre chancenlos gewesen. Und eben dieser Ibarra war es dann, der einen Elfmeter heraufbeschwor. Pedersen scheiterte aber an Bernd Leno. Levin Öztunali, einer von 5 Neuen in der zweiten Halbzeit bei Bayern 04, bereitete dann kurz vor dem Ende das 4:0 durch Stefan Kießling vor. Klasse Vorarbeit des Youngster und Stefan Kießling schon wieder mit einem Doppelpack. Bayern 04 brutal effektiv in den Niederlanden. 4:0 Sieg bei Vitesse Arnhem. Das Fazit fiel dementsprechend aus. Ich denke, war okay. Ich denke, wir können noch besser. Vor allem Ballbesitz können wir vielleicht noch besser machen. Aber Vitesse hat es uns schwierig gemacht, hohen Druck und unseren Aufbau ein bisschen zugemacht und gestört. So, das war vielleicht eine Sache, dass wir müssen noch besser machen müssen. Aber 4 Tore. Standards waren sehr gut heute. Natürlich ist eine Einheit von Vorbereitung und jetzt noch eine Woche und dann muss alles passieren. Ja, ich denke, es war noch nicht alles so, wie wir uns das vorstellen. Ich denke, wir hatten zumindest ein paar gute Ansätze drin. Wir haben natürlich auch gesehen, dass der Gegner schon entsprechende Qualität hat. Die haben das gut gespielt, waren auch aggressiv, das war für uns ein guter Test. Und ich denke, so ein bisschen der Feinschliff fehlt noch. Wir haben noch ein bisschen ein Stück Arbeit vor uns, aber ansatzweise war das okay. Und ich denke, zumindest das Ergebnis hat gestimmt. Den letzten Test der diesjährigen Sommervorbereitung bestreitet die Werkself nun am kommenden Dienstag in Bad Kreuznach gegen den 1. FC Kaiserslautern.